Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video möchte ich euch mal verspätet erklären, wieso, weshalb, warum wir uns jetzt plötzlich für Let's Plays entschieden haben. Keine Angst, der DoQuest Server bleibt bestehen, wir arbeiten auch weiterhin nicht mehr so extrem dran, aber wir arbeiten dran, weil, naja, kommen wir gleich dazu. Also, der Grund ist, warum wir jetzt Let's Plays machen. Und warum wir jetzt Let's Play machen, ist folgendes so rum. Das dem DoQuest-Server machen und so und dann nur Minecraft-Let's Play, das hängt dann irgendwann zum Ohren raus. Und das Minecraft-Let's Play, da habe ich jetzt ewig dran gesessen, um das mal zu schneiden. Ich kann euch hier mal zeigen. Zack. Das ist, was ich diese Nacht noch rendern muss. Das sind 11 Parts. Das ist alles, was wir von Minecraft Let's Play Together jetzt noch bei mir haben. Davon sind erst 3 Parts online gegangen. Wo ist der dritte Part heute schon online gegangen? Ich weiß gar nicht. Guck mal gleich mal, ne? Ja, das war jetzt, ja, dieses Video ist ein wenig unvorbereitet gemacht. Und da seht ihr schon, was ihr noch nicht. Seht ihr schon was, was ihr noch anmachen könnt? Das ist am. Wir müssen das online gehen. Ja, gut. Eigentlich müsste ich heute noch eins rausholen, das kriege ich aber leider nicht hin, dadurch, dass ich hier jetzt ewig dran gesessen habe, den letzten Part noch zu schneiden. Es wird über Nacht rendern. Ein Video dauert 1 Stunde und 15 Minuten circa. Das heißt, es kommt auf 12 Stunden und 45 Minuten circa raus. Ich hoffe noch, ich nehme jetzt noch auf der richtigen Seite auf. Wenn nicht, egal. So, genau. Das ist halt der Hauptgrund, warum wir jetzt Let's Play machen. Ja, zu den Let's Plays gleich mehr. Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht, neues Design zu machen. Die Mühe. Ich werde es sicher nochmal überarbeiten. Unser neues Kanaldesign sieht jetzt ungefähr so aus. Hier sind halt ein paar Auszüge aus unseren kommenden Let's Plays. Es werden sicher noch mehr, deswegen wird sich das Design immer mal wieder ändern. Genau. Ach ja, ein Minecraft Let's Play. Mit einem anderen YouTuber. Da wollen wir eine Mittelalterstadt im Survival Mode erstellen. Also keine Mods, gar nichts. Das werdet ihr demnächst finden auf Dark Observers, auf dem Kanal Dark Observers. Link nochmal in der Kanalbeschreibung gleich. So, jetzt zu den kommenden Let's Plays. Ich fange mal mit dem, ich weiß jetzt nicht, ob ich das in der Endlosschleife laufen lasse. Wenn ja, fange ich mit dem an, weil die Hintergrundmusik, die Intro-Musik von dem Let's Play ist. Das wäre Portal 2 Co-op. Das werde ich und Max jetzt machen, beziehungsweise haben es schon gemacht, wir haben aufgenommen. Es ist gerade auch im Upload, so wie ich gesehen habe, oder? Genau, hier ist es gerade im Upload. Ja. Dann mache ich zurzeit Portal 2. Das läuft, das ist schon der dritte Part draußen jetzt, wenn ihr, wo ich das Video jetzt aufgenommen habe. Das Minecraft Let's Play Together. Das haben wir, wie gesagt, noch ganz viele Parts Intros. Das Problem ist jetzt, wir werden euch, ja, es wird sich jetzt immer verschieben. Das heißt, wir werden immer Parts voran sein. Vielleicht werdet ihr irgendwann alle reinkommen, dass wir wieder auf dem gleichen Stand sind. Aber ich will immer ein bisschen Vorrat noch haben. Sollte ich mal ein, zwei Tage nicht produzieren können. Minecraft Let's Play Together machen Gregor, Philipp, Max und ich und der Tobias von Dark Observers. Dann gibt es jetzt auch Emergency 2012, ist ebenfalls jetzt der vierte Part draußen. Gregor hat heute hat mir erzählt vorher, dass er jetzt 11 Parts ungefähr hat für die nächsten paar Tage. Das macht wie gesagt Gregor und wenn es irgendwann mal so weit kommt, dann Multiplayer auch mit Max. Dann Call of Duty Modern Warfare 2 will Max machen, ist noch nicht draußen, wird aber wahrscheinlich demnächst kommen. Steht auch noch Call of Duty Modern Warfare 3 an. Das steht noch nicht, also läuft noch nicht, ist auch noch nicht direkt in Planung.
Modern Warfare 2 wird ein Multiplayer erscheinen. Dann werde ich jetzt morgen im Runaway, beziehungsweise übermorgen Runaway A Twist of Fate anfangen. Die Information stimmt hier schon gar nicht mehr, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich werde das Spiel von hinten nach vorne durchspielen, da mir der dritte Part wesentlich besser gefällt als der zweite und der erste. Das heißt, ich werde dritten Teil, ersten Teil, zweiten Teil spielen, weil mir das so einfach besser passt. Dann das Tagged Let's Play Together. Das werde ich und Gregor machen, das läuft noch nicht. Wir haben es mal aufgenommen, werden aber jetzt nochmal neu anfangen. Ja, erstmal zu Runaway, bevor ich zu Tagged komme. Ich bin viel zu schnell. Geben wir mal schnell ein. So. Runaway, A Twist of Fate. Es ist ein Click-and-Point-Adventure von Fandango Studios. Und wird in Deutschland von Crimson Co. Wurde es veröffentlicht. Pendulo Studios sind inzwischen auch noch mehrere Spiele, aber die besitze ich leider nicht und deswegen spreche ich sie jetzt nicht an. Yesterday ist eins davon, wie ihr wisst. Naja, Tagged. Was zum Teufel ist Tagged? Das Tagged Let's Play, also Tagged an sich ist ein Server mit Buildcraft, Industrial Craft, Red Power, warte genau zu sagen. Ja. Additional Pipes, Red Power, Power Crystals Mode, World Edit, das ist jetzt hier Bucket. Also es besteht aus Bucket und mehreren Mods. Ich und Gregor werden nicht direkt Tagged zocken, sondern wir werden wahrscheinlich einen Bucket Server mit ein paar Mods von Tagged und noch zusätzlichen Mods aussetzen. Davon gibt's schon einen Server, den müsste ich bloß mal aktualisieren, das wäre kein Problem. Das hat uns riesen Spaß gemacht bei Industrial Craft und Buildcraft und das ganze Zeug, das ist einfach nur geil. Jo, dann will Gregor vielleicht auch noch Tomb Raider Legend machen. Das ist aber noch nicht sicher, weil er jetzt sich erstmal Emergency 2012 kommt. Ja, das sind jetzt so die kommenden bzw. laufenden Let's Plays. Das war ein kleines Infovideo, weil ich euch einfach mal drüber informieren wollte. Und man sieht sich. Beziehungsweise hört sich im nächsten Let's Play. Ciao, bis dahin.